So, hey Leute und damit auch willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Dinotopia. Ja, und gleich zum Anfang der Folge ein paar Nachrichten an euch und zwar keine Ahnung warum, aber Leute, schaut euch das an. Auf unserem Baum ist irgendwie ein zweiter Baum gewachsen und ich habe keine Ahnung warum, aber ich vermute, dass es daran liegt, dass Denke in meiner Base war und dort einen Setzling hingesetzt hat und der sich entwickelt hat zu einem riesigen Baum. Ich bin mir allerdings nicht sicher, Leute, was da genau passiert ist, deswegen Leute, das Einzige, was wir jetzt nun machen können, ist uns das Ganze anzugucken, ne, weil ich war gerade dabei, dachte so, ja, ich nehme mal eine neue Folge auf, ne, will so mein Haus hochgehen und merke so, das geht irgendwie gar nicht, ich komme da nicht weiter und warum? Weil da ein zweiter Baum gewachsen ist, ne, also ganz mysteriös ist das, ne, ihr seht auch hier, ich hatte da schon sehr viel gemacht eigentlich, aber ja, da ist halt ein zweiter Baum gewachsen und nun ist hier ganz viel, ja, muss ich das Ganze wieder von neu aushöhlen sozusagen, ne, also ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Aber ich vermute wirklich, dass Denge da, ja, dass es daran liegt, dass Denge da einen Setzling gesetzt hat und der sich halt zu einem Baum entwickelt hat. Ich bin mir allerdings nicht sicher, Leute. Und es ist natürlich jetzt die Frage an euch. Sollen wir hier umziehen? So nach dem Motto, ja, der, keine Ahnung, das Baumhaus ist zerstört, wir müssen einfach umziehen. Oder meint ihr eher so, nee, Askal, da mach einfach das Beste draus, versucht den jetzt noch irgendwie umzubauen. Und dann bleib einfach in diesem Baum, ne? Also ist natürlich die Frage, weil es ist jetzt ja sozusagen ein Doppelbaum, ne? Ein Baum auf einen Baum, das sieht natürlich sehr blöd aus, ne? Also natürlich jetzt überlasse ich euch, ob ihr meint, Askal, da Bau, sucht ihr mal lieber eine neue Base. Oder ob ihr meint, nee, Askal, das ist auch okay, so ein komisches Baumhaus. Das müsst ihr mir mal schreiben, ne, was ihr da so besser findet, ne. Auf jeden Fall, ich war sehr geschockt, ich komme so halt auf den Server und denke so, yo. Also Leute, dann wollen wir gleich mal hier aufnehmen, erstmal unsere Base, da zeige ich euch mal, was ich hier verändert habe. Moment mal, wieso komme ich denn da nicht weiter? Da ist ja Holz. Ne, und gerade ich mich so nach oben denke, so Moment mal, ich glaube, ich werde getrollt, ne? Bis ich dann gemerkt habe, nee, da ist einfach ein anderer Baum hier drauf. Das hat mich auf jeden Fall sehr ja, ich dachte zuerst, hier wollte sich jemand einen Scherz erlauben, aber ich glaube eher, dass es wirklich daran lag, wegen diesen einen Setzling. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. Auf jeden Fall war ich gerade dabei, hier so eine schöne neue, ja, Plattform für den Baum zu bauen, weil hier können wir dann auch eine Menge bauen. Ja, zum Beispiel ein neues Dino-Labor oder je nachdem, ich habe ja schon gesagt, dass ich den Baum natürlich auch in Schritte unterteilen möchte, also in Labore, in Kistenlager und so weiter und so fort, also mit mehreren Stufen. Und ich denke mal, das ist auch eine sehr gute Idee, aber Leute, ist natürlich jetzt die Frage, ob ihr diese Idee immer noch gut heißt oder ob ihr meint, nee, Askal, da sucht ihr mal ganz schnell einen neuen Baum, weil so kann das nicht weitergehen. Aber das, Leute, überlasse ich euch, ne, wie ihr das halt so haben wollt. Aber ich denke, wir können ja noch weiterhin bauen, wie ihr sehen könnt, ne? Aber das ist natürlich die Frage. Sieht natürlich sehr komisch aus. Dann wollen wir auch nochmal runtergehen, denn dort, ich sag's aus, mich hat so der Schlag getroffen, ne? Ihr seht hier, erstmal, ich glaube, die Kiste habe ich nicht gesetzt. Ich habe keine Ahnung, warum die hier ist, genauso wenig wie die hier. Aber, Leute, ihr seht hier, ne? Ich dachte so, oh mein Gott, unsere ganze Base, alles voller Holz. Aber das Gute ist, komischerweise ist das Holz nur an den Stellen, wo vorher noch nichts war. Das heißt, unsere ganzen Kisten und so sind noch erhalten. Also haben wir sehr viel Glück gehabt. Ich dachte echt, obwohl hier nicht, ich hatte ein Doppelbett, ne? Und jetzt ist nur noch eine Seite des Bettes über. Boah, da haben wir also trotzdem nochmal Glück gehabt hier, Leute. Glück im Unglück sozusagen. Dass wenigstens die Kisten noch, naja, nicht ganz, ne? Also sehen zum Beispiel hier, das war auch eine Doppelchest. Also hier ist deutlich was verloren gegangen. Na, also ein Bett und ein Teil der Kiste sind leider verloren gegangen. Oder ich hatte hier doch eine Doppelchest, oder? Genauso wie hier ist anscheinend, ja, ist auch ein Teil der Doppelchest verloren gegangen. Also ihr seht schon, wir haben deutlich mit Verlusten zu kämpfen. Ist natürlich blöd, ne? Aber ich finde es natürlich jetzt ganz schade eigentlich, dass hier das passiert ist. Ich habe auch keine Ahnung, warum oder wie das passieren, ja, ob sich da wirklich jemand einen Spaß erlaubt hat, damit World Edit rumgespielt hat oder sowas. Oder aber, dass es einfach daran liegt, dass Denge da sein Sapling gesetzt hat. Ich bin mir da nicht sicher. Wenn ihr da was wisst, dann könnt ihr es ja in meine Kommentare schreiben, wenn ihr eine Vermutung habt. Ja, weil ich habe da echt keinen Plan, was er hier... Ja, ich habe auch irgendwie eine Vermutung, dass diese Kiste, die wir hier zum Beispiel haben, ne? Die, hier war ja gar keine. Die Kisten waren ja hier. Aber keine Ahnung, was da genau abgegangen ist. Mich würde es aber mal interessieren. Auf jeden Fall, wir haben mit sehr... Ja, wir hatten hier alles voll, ne? Voller guter Sachen. Und die sind jetzt natürlich auch alle weg. Was natürlich sehr schade ist. Zum Glück habe ich hier noch die Biofossilien. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir schon mal haben. Wenn wir jetzt mal hier reingucken... Ja, hier ist auch leider nichts rausgekommen hier bei den Biofossilien. Hatten wir also sehr viel Pech. Deswegen, ich teile das ja auch meistens immer auf, ne, damit da irgendwas draus wird. Aber man muss immer Glück haben mit den Biofossilien. Ja, wir müssen das Ganze jetzt mal angucken. Vielleicht haben wir diesmal Glück, vielleicht auch nicht, weil Sand und Bone Meal sind Sachen, die wir nicht brauchen. Wir können auch sagen, ein Vorteil hatte das Ganze, weil ich war hier ziemlich zugemüllt. Und jetzt haben wir wieder mehr Platz hier drin. Das ist natürlich jetzt kein Optimum, ne. Also ist natürlich jetzt nicht so geil, dass er jetzt alles wieder kaputt ist. Aber naja, Leute, da kann man nichts dran ändern. Ne, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet hier, ne?
von diesen Vergehen, was passiert ist. Ich habe echt keine Ahnung. Genau, und zwar war, denke ich, in der Base, als ich ihm gerade die Base gezeigt habe, und hat diesen Setzling genommen und den einfach hier auf den Airblock gesetzt. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass dadurch ein Baum entstanden ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein, dass es, ja, dass er anderweitig entstanden ist. Aber wenn ihr da eine Vermutung habt, dann schreibt sie mal in die Kommentare. Das würde mich nämlich mal interessieren, was ihr da so für eine Vermutung hättet. Ne? Das kann natürlich auch viele Ursachen haben. Ihr seht, hier haben wir so ein Pech gerade gehabt. Vielleicht sollten wir mal eine 1 zur Zeit machen. Ein Biofossil zur Zeit. Vielleicht kriegen wir dadurch bessere Ergebnisse. Weil ich möchte gerne neue Dino-DNA. Aber ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, da haben einige richtig gute DNAs. Oh, hier. Ein Deinonychus. Leute, ein Deinonychus ist ein geiler Dinosaurier. Also wir haben schon wieder einen geilen neuen Dinosaurier eigentlich, den wir machen können, ne? Also jetzt schon, wenn wir 1 zur Zeit reinbringen, bringt das, glaube ich, mehr. So, dann wollen wir den auch gleich hier reinsetzen. Zum Glück ist das erhalten geblieben, ne? Zum Glück müssen wir uns das nicht neu craften. Wie gesagt, das, was wir bisher so hatten, das ist ja bisher, also wenn das jetzt weg ist, ist das auch nicht so das Problem, ne? Aber wenn jetzt die ganze DNA und so weg gewesen wäre, ist natürlich ärgerlich gewesen. Aber die guten Sachen sind zum Glück alle noch da. Ihr seht schon hier, ich tue alles zusammen rein und schon passt, ja, wird das wieder zu Müll, zu Bone Meal. Gut, genau, und einige, oh, guck mal, hier, so funktioniert das anscheinend nicht, dann machen wir das, genau, machen wir das einfach mal eins nach dem anderen. Dann wollen wir mal schauen, ob das nun funktioniert, so wie es ist. Ja, es wird zu Bone Meal. Na, okay, also dieser Plan ein nach dem anderen und das klappt es auch, und dann klappt es auch, das, ja, so genau funktioniert das auch nicht anscheinend. So, ihr seht schon, wir haben hier Copper, wir haben, genau, Eisen wollen nochmal schmelzen, weil meine Rüstung, viele meinten mal, Skalte, jetzt sei nicht so ein, ja, Fanatiker, jetzt macht ihr mal einen Helm, weil ihr wisst ja, ich bin immer momentan der Rowdy ohne Helm, ist natürlich nicht so gut, ne, deswegen, man sollte eigentlich immer einen Helm tragen. Ja, Leute, auch beim Fahrradfahren hier. Deswegen werde ich mir doch mal lieber bald einen Helm craften hier. Was haben wir denn noch? Ja, das dauert noch ein bisschen, ne? Aber hier, Bummel, also das bringt, das war wahrscheinlich nur Zufall, ne? Dass ich halt einen reingepackt habe und dann ging das auf einmal. Einfach nur Zufall gewesen. Deswegen, wir tun einfach mal 2 rein. Vielleicht haben wir wieder Glück, vielleicht auch Pech. Ne? Aber ihr seht schon, die Chance, dass man hier aus dem Dinosaurier bekommt, ist halt schon sehr gering, ne? Riddick Scraps haben wir auch, die sind auch sehr gut. Aber sonst noch irgendwo Fossilien, ich glaube, die muss man irgendwie anders verwerten. Ich weiß noch nicht, wie man die Fossilien hier verwertet. Das habe ich noch leider noch nicht herausgefunden. Aber wenn ihr da einen Tipp habt, dann könnt ihr den natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wahrscheinlich fand ich ja auch noch Fossilien oder sowas drin. Aber es ist immer nur die Hälfte der Kiste. Ist anscheinend zerstört worden, ne? Gute Frage, wo das Ganze jetzt nun ist. Ja, hier kriegen wir Eisen und hier nur Bone Meal. Leute, da haben wir richtig Pech gehabt. Egal, wir tun mal die Riddick Scraps rein. Vielleicht kriegen wir hier was Gutes raus. Und das Gute auch hier dran ist, der eine Leiser kann nicht, der kann nicht kaputt gehen. Aber das hier, der Kalterer, der kann kaputt gehen, Leute. Und dann spawnt ein Phalosaurus und das ist ein bisschen gefährlich. Deswegen, da sollten wir aufpassen. Ihr seht schon hier Wolle. Haben wir nur 2 Stück. Nee, wir haben sogar 3. Nee, das ist Slime Dirt. Okay, wenn wir nämlich 3 Stück hätten, hätte ich nämlich das Doppelbett hier mal ein bisschen, ja, schöner gemacht, weil ich finde immer Doppelbetten sind auch viel bequemer. Da kann man sich rumwälzen und man fällt nicht raus. Dann haben wir so ein Einzelbett. Ja, aber egal, wir bauen das einfach mal ab. Sollte man nicht machen. Ja, man sollte, aber doch kann man auch machen, ne? Weil wenn wir das jetzt absetzt, wenn wir es jetzt hier hinsetzen, können wir auch hier unseren Spawn wieder setzen. Ich glaube, der wird auch gesetzt, auch wenn es Tag ist. Es sei denn, ich weiß es nicht, Leute. Es kann auch sein, dass ich mich da irre. Müsstet ihr dann in die Kommentare schauen. Aber ich glaube, hatten wir hier noch eine Kiste? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir hatten nur hier diese Kiste und dann diese Kisten hier, ne? Also sind wahrscheinlich 2 insgesamt, eine Doppelchest ist wahrscheinlich verschwunden. Aber ich bin mir da auch nicht so sicher, ne? Also ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Aber kann man leider nichts dran ändern, Leute, ne? Wir müssen halt das Beste daraus machen oder aber umziehen, ne? Ist natürlich die Frage der Fragen, was wir da jetzt am besten machen sollen. Das könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall habt keine Ahnung, was hier genau passiert ist. Könnte auch sein, Leute. Das sollte man nicht ausschließen, dass der Baum mich trollen möchte, ne? Dass es halt ein magischer Baum ist. Weil ich habe natürlich keine Ahnung, was hier mit diesen großen Bäumen so abgeht, ne? Kann auch, natürlich auch sein, dass der Baum so meinte, yo, Skalter, du trollst immer so die Leute, dann trollen wir dich mal, ne? Dass ich hier nochmal einen kleinen Wachstumsschub hatte. Ja, das soll mir ja mal vorkommen, ne? Aber ich habe da, wie gesagt, keinen Plan, was da genau passiert ist. Müsstet ihr mir in meine Kommentare schreiben, wenn ihr eine Idee habt. Ne? Wir sind schon hier, das war eigentlich so die zweite Plattform. Sah natürlich deutlich geiler aus, weil hier noch so Blätter als Dach waren. Naja, Leute, darauf müssen wir wohl jetzt verzichten, ne? Aber müsst ihr mir mal schreiben. Wir könnten natürlich auch diesen ganzen Baum, den wir oben haben. Ja, also den hier, können wir natürlich auch abbauen, ne? Dass wir quasi den wegbauen, dass wir quasi nur noch den Originalbaum haben. Oder ihr meint, Neaskalter. Also wie gesagt, da könnt ihr mir natürlich eure Wünsche in die Kommentare schreiben. Sollen wir das so beibehalten? Meint ihr, ja, Neaskalter ist doch eine geile Idee eigentlich. So, das sieht doch auch nach was aus. Oder meint ihr eher so, Neaskalter, bau mal lieber das, was hier nichts dazugehört. Den zweiten Baum, ihr seht schon hier so die äußere Rinde. Bau das mal ab, ne? Also müsst ihr mal eure Wünsche in die Kommentare schreiben.
Dann werden wir auch erstmal runterspringen, weil ich muss euch noch etwas zeigen. Ich werde dann dabei auch mal den Shader ausmachen, wobei ich mag es ja immer, wenn er an ist, ne? Auch wenn es Nacht ist, finde ich eigentlich, dass Shader ganz geil ist, auch wenn man nicht sieht. Aber viele wollen immer, dass ich den ausmache. Spring! Und es klappt, Leute, es klappt perfekt hier. Und ihr seht auch schon von unten, ne, sieht der Baum eigentlich nicht anders aus. Er sieht eigentlich immer noch aus, wie so ein Baum aussehen soll. Aber wenn man so von der Seite guckt, ne, oder wie auch gerade ich von der Slime-Insel, man sieht es halt schon, sieht scheiße aus, ne? Also was heißt, sieht scheiße aus? Also man sieht schon, irgendwas stimmt da nicht. Das ist einfach ein Baum auf dem Baum. Aber naja, Leute, das kann man natürlich auch als kreativ oder beziehungsweise auch positiv anmerken, dass wir quasi jetzt viel mehr Platz zum Bauen haben. Also wie gesagt, Glück im Unglück oder doch Unglück im Glück? Ist natürlich die Frage jetzt, das frage ich euch. Und sieht auch, hier ist ein anderer Spieler, und zwar der Jonas. Und der hat hier auch schon einiges gebaut, ihr seht auch schon hier. Hier haust der Jonas. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, der hat sich auch schon einiges hier gebaut. Wie sieht sogar schon ganz schön aus. Hier mit seiner Farm, der hat so eine Bärenfarm hier. Und daneben sogar noch eine Gummifarm. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür man nachher Gummi braucht. Ich klaue mir mal so ein paar Bären von ihm. Ja, wir klauen uns mal ein paar Bären. Da hat er wahrscheinlich nichts gegen. Na, ich finde die Farm eigentlich schon echt schön hier. Aber hat er wirklich ordentlich was Schönes gebaut hier. Und da werden wir uns natürlich auch gerne satt essen an seinen Beeren. Wie gesagt, bei mir, ich habe ja nur so einen kleinen Busch da, den ich immer bewirtschafte, aber so eine Farm habe ich noch gar nicht. Das heißt, wenn ihr wollt, dass ich auch mal so eine Farm baue, dann könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, ne? Wenn ihr auch wollt, dass ich hier mal so ein bisschen kreativer werde und mal so eine Farm baue. Ne, zum Beispiel hier, das ist Resin. Also Gummi kann man daraus gewinnen aus diesen Bäumen. Wenn ich das Resin dann nachher nämlich, ja, in den Ofen tut. Ne, wenn wir auch hier mal in die Kiste gucken, ja, schon ordentlich Beeren, ne? Oder auch hier eine Tree Tap, was auch immer das Ganze macht. Ne, aber schon sehr interessant hier, was er so alles bisher errichtet hat. Wollen wir auch mal wieder rausgehen. Ne, auch ein schönes Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit dem Gravel hier als Straße. Natürlich auch sehr nah an unserem Ankylosaurus-Gehege, welches auch bald explodiert hier. Ja, Leute, und das meinten auch viele in den Kommentaren. Das ist kalt, denn Ankylosaurus, der wird bald explodiert, oder der wird bald so groß sein, der kommt dann nicht mehr raus. Und habt ihr recht, Leute, wir müssen den irgendwie bald mal, ja, wir müssen dem ein größeres Gehege bauen oder dieses Gehege kleineren Dinos zuordnen. Genau, hier ist Dengue gestorben. Wow! Wow, 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 wow. Oh nein, 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 Ankylo, nicht sterben! Okay. Okay, das Silberskelett war kein Gegner für den. Also wir sehen schon, der Ankylo hat uns das Leben gerettet, ne? Also auf jeden Fall ein krasser Dino. Vielen, vielen Dank. Wollen wir den ganzen Grabstein hier abbauen, ne? Ich meine, was wollen wir hier mit dem ganzen Grabstein? Mensch, 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 ich meine, Grabsteine, das... Oh! Ja, Zombie, ist ja gut. Ich weiß ja, dass du Grabsteine lieber magst. Und der ist jetzt wieder beleidigt, ne? Ich habe auch das Gefühl, der wird bald ausbrechen hier, unser lieber Ankylo, ne? So nach dem Motto, yo, das ist zu klein, wenn es zu klein ist, brechen die aus, Leute. So einfach ist das. Ich sehe auch, die verbreiten sich schon, diese Büsche, ne? Das werden immer mehr. Oh, Baby-Zombies, die sind immer sehr schnell, leider. Ja, ja, du musst auch sterben, du Baby-Zombie. Aber ihr seht schon hier, die Bäume, das werden immer mehr hier. Deswegen, also wir können theoretisch auch so eine Farm bauen, wenn ihr wollt. Aber natürlich, der Ankylo kann das leider nicht essen. Also der braucht dann schon hier eine richtige, der braucht dann Karotten oder Melonen oder was auch immer, was man da schön ist. Guck mal, wenn wir das hier abbauen, kriegen wir auch die Büsche, die wir dann setzen können. Also wunderbar eigentlich, ne? Wenn wir sagen, okay, das ist hier schon zu weit gewachsen, wir bauen das mal ab. Ne, kriegen wir so ein paar Büsche daraus und die können wir dann weiter pflanzen. Also wir können dann immer wieder quasi zurückschneiden, ne? Und dann mit den Trieben können wir wieder neue, ja, Ableger erstellen sozusagen, ne? Wunderbar hier eigentlich. Genau, seht schon, hier kriegen wir ordentlich Bären raus. Also das reicht dann auch für den Hunger. Da müssen wir keine Kühe schlachten, Leute, also auch die Veganer und Tierschützer unter euch. Keine Angst hier, hier werden keine Kühe geschlachtet. Wir haben nämlich genug Bären zum Essen. Okay, und das, ja, das ist nur Steak, das habe ich natürlich nicht. Na, die Kuh ist nicht durch mich gestorben, Leute, das war bestimmt jemand anderes. Ist auch natürlich die Frage, wie wir hier unser Haus noch verbessern. Also wenn ihr noch Vorschläge habt zur Verschönerung unseres Baumhauses, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ansonsten, Leute, war es auch wieder mit dieser Folge Minecraft Dinotopia. Ich hoffe, sie hat euch wie immer gefallen. Wenn sie euch wie immer gefallen hat, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Und ansonsten, mach's gut und bis zum nächsten Mal.